Obwohl, warte mal. Kann ich vielleicht das Diagramm mit dem Mathebuch benutzen? Und dann habe ich da so eine Art kombinieren mit Diagramm. That action doesn't seem productive to me. Okay, und nicht das vielleicht mit den Papieren? That combination. Okay, gut, dann nicht. War ja nur ein Versuch. Dann versuchen wir mal, vielleicht einfach das Buch direkt damit zu kombinieren. That combination make. Ah, okay. Machen wir mal so, jetzt vielleicht. Nee. Okay, so. That action doesn't seem. Okay, also ich kann hier also ich kann hier überall nur. Wie hoch geht's? Bis 9, ne? Ja. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen. 6 Zahlen. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Also es könnte die Pi-Zahl sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wird es nicht sein. Ja, und hier, das wäre ja, würde ja. Das geht ja auch nicht. Also wird es die Primzahl sein. 3, 1, 4, 1, 5, 9. 3, 1, 4, 1, 5, 9. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Mist! Das Buch alleine reicht nicht, um es zu lösen. Okay. Okay. Vielleicht das Diktiergerät. Oh, da kommt mir gerade was in den Sinn. Ja, ja, klar, das Diktiergerät. Moment, Moment. Das, der hat doch was von irgendwelchen Farben. Die Farben. Waren das nicht sogar die Farben? Hier, Moment. Moment, wenn ich das hier angucke, das war doch hier. Genau, hatte die Farben nicht im Diktiergerät benannt? Irgendwie mit den. Oh, Moment, das muss ich mir merken. Diktiergerät. Untersuchen. Zurückspulen. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of three red roses, drei a blue violet, drei and rot. Two yellow tulips. I've been working on my research. Note to self. Ach, ich kann das nicht so pausieren, dass der Text da stehen bleibt. Das ist doof. Remember, the perfect bouquet consists of three red drei roses, rot, ein blau, zwei gelb. Drei rot, ein blau, zwei gelb. Drei rot, zwei blau, ein gelb. Drei rot. Drei rot. Drei rot, das heißt 2, 3 und 5 wahrscheinlich. 2, 3 und 5, 2 gelb. Das war richtig nett, 2, 3, 5, ja. Dann gelb. 2 gelb wäre 3, 1. 3, 1 und 1 vom letzten. Passt dann sogar. Das wäre, ja, das wäre dann die 1, oder? Ich nehme es stark an. I must be missing something. What was that weird first message on the tape? Ja, das habe ich doch gemacht. Oder gerade nicht? Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of three red roses, a blue violet. Ach, das Blaue. Und als zweites. That action doesn't seem productive to me. Ja, ja, warte, warte, warte. Das Blaue war. Als zweites aber nur ein. Okay, dann muss ich die 1. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur die 2, 3, 5. Das heißt, ich muss die 3 einfach nur nach hier schieben und daraus eine 1 machen. Ist das korrekt? Nope, that's not it. That combination makes no sense. Moment, mach mal es halt rein nach.
Ich kann es ja so machen. Note to self. Remember the perfect bouquet. Drei rote. I don't see how those things work. Drei rote zuerst. Drei rote. Das heißt 2, 3 und 5. 2, 3 und 5. Es können natürlich auch die 7 sein, ne? Aber ich probiere es erstmal so. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Red roses, a blue violet. Eine blaue. Eine blaue. Das müsste dann die 1 sein. Oh. Ah. Und die 3 zuerst und dann die 1, oder? Yes. Na. Ich bin gut. Und öffnen. Umschlag. Umschlag anschauen. Ein dicker gelber Umschlag. Nehmen wir den doch mal. Was haben wir hier? Da ist auch noch irgendein Umschlag, aber der interessiert uns nicht, scheinbar. Hier liegt auch noch irgendwas, aber das interessiert uns alles nicht. Alles klar. Umschlag anschauen. It's the envelope I found in the briefcase. Let's see what's in here. There were two pictures, a newspaper clipping, a key and a tape inside. Okay. Überbelichtetes Bild. Anschauen. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. Okay. Nochmal. Looks overexposed. I can't make Bäume im Hintergrund erkennen, aber der große. Okay. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Mhm. Grandpa in uniform with two other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force Base, 1941. Okay. Gut. Was haben wir hier? Zeitungsausschnitt. Den gucken wir uns mal an. Tragic drowning in Conwell Springs. Oh. An early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic das heißt, story. Ich kann das, I wonder why Grandpa saved this. Da kann ich also das Grab finden, wahrscheinlich. Also das kommt mir einfach so in den Sinn, weil die Zahlen von den Gräbern kann ich mir angucken. Und die ist auf dem Friedhof beerdigt. Alles klar. Kleiner Schlüssel. Hm. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Okay. I wonder what this unlocks. Das ist eine gute Frage. Und dann haben wir das Tape. Das kombinieren wir jetzt. Diktiergerät aufnehmen. Und so. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. What the fuck? Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. And I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. What the fuck? Hmm. I wonder who this Cocky is. Ich frage mich, was das für die Frau, was das für eine Frau war und was die für ein Problem hat. Okay. Oh, ein Teddybär. Mr. Bear, how did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching.
Und Achievement bekommen. Mr. Bear meldet sich zum Dienst. Oh, ich kriege ja super viele Achievements, so durch Glück irgendwie. Kann man den auch abfackeln? Maybe if it belonged to Eileen. Oh, wie nett. Okay, alles klar. Dann reden wir mal die Oma drauf an. Oh! Okay, das dachte ich immer das Gleiche. Darf ich vielleicht was rauchen hier? I prefer to smoke outdoors. Ach so, okay. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? McConnell Basis. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops until he passed. Okay. Vietnamkrieg wahrscheinlich. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. It was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Wir können den Namen rausfinden mit dem Hilfe vom Grab, denke ich. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Alles klar. Rufzeichen, Fragezeichen. I don't see a reason to ask her about that. Ja, okay. See you later, Grams. Take care, dear. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Und schauen mal, was die Zukunft bringt. So, wir sollten vielleicht zum Friedhof. Zur Airforce darf ich nicht fahren jetzt. Dann gehen wir mal zum Friedhof. Denn ich habe da so eine Vermutung. Hallo. Also. Erstmal, möchtest du eine rauchen? Ich frage mal. Ach ja, oh, guck mal. Jetzt rauchen wir eine Runde. Oh, noch eine rauchen? Einfach mal so Interesse halber.
Hop, können wir. Hm, aber passiert nichts. Oh, 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 hi, kleiner Junge, wer bist du denn? Was machst du denn hier alleine auf dem Friedhof? Hey, Kid. Hi, yourself. What are you doing? None of your business. Huh, I like you, Kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. Okay. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. A little boy. Maybe 5 or 6 years old. The grave is brimming with flowers. I'm gonna find out what happened to you, Grandpa. I promise. Okay. Strange. So eine Idee. Direkt neben den Jungen. What's wrong with you? I'm not gonna smoke next to a kid. Oh. Ja, hast recht. Ich bin übrigens nicht Raucher. Das hat man nie geraucht. No reason to go in there. Ja, vielleicht ist die Mutter da drin. What the fuck? Ich sehe die Mutter leider auch nicht. I shouldn't leave while that kid is alone. Ja. Hm. Die Mutter ist nicht hier. Was mache ich denn jetzt? What? Kid? Guess he found his mom. Ich hoffe, das war kein Geist. Weil... Was? Okay. Anderes. Genau, wir müssen jetzt rausfinden... Moment, was? Ich habe doch gerade was von Rain gelesen, oder bin ich doof? Ne? Alright. Aber... Was? Jetzt habe ich das Rätsel gefunden, alleine gelöst, ohne zu gucken. Ach, fuck off. Ja gut, also Lily Myers war's. Ich hätte es jetzt eh so gemacht, ich dachte, man muss es richtig selber lösen. Aber okay, das ist halt die auf dem Band, von der auf dem Band gesprochen wurde. Ich hätte jetzt eh das Datum abgeglichen mit den Steinen, aber gut. So geht's natürlich auch. Ich hab doch gerade eben irgendwas von Joseph. Bin ich jetzt blöd? Joseph Parker? Stephen Cumming? Okay, nein, alles klar. Gut, lassen wir das. Aber wer war denn der Junge? Ha! Zur Air Force darf ich immer noch nicht. Ich gehe mal wieder zur Polizeiwache. Frag da mal noch ein bisschen rum. Vielleicht weiß ja der Penner auch noch ein bisschen was. Hey Sheriff, what's the deal with that bum? What bum? Ich darf nicht neben dem Kind rauchen. Darf ich neben dem Gefangenen rauchen? Vielleicht? I prefer to smoke outdoors. No. Halt nicht. A jail cell. Kann ich mit ihm reden noch? Auch über hey. Andere Sachen? Okay. Schade. Reden wir mal mit dem. Bisschen Smalltalk. Also Lenny. Hey Lenny. Lass mal ein bisschen Klartext reden, ne? What's up? Also. McConnell-Basis. Nah, I don't want to ask him about that. Na gut. Hey, Lenny, could you check the files for a police report? A girl who drowned around here? Lily Myers? I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Fine, I'll do that. Nah, I don't want to ask him about that. Was soll das auch wissen? Ist ja Blödsinn. Well, gotta go. See ya. Okay. Hi, Sheriff. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Lily Myers. Do you know anything about a drowning here in 1975? Young girl named Lily Myers? That case was handled by Truman. I wasn't involved. Truman? Okay. I don't need to ask him that.
I don't need to ask him that. Sure. That's all for now. Good. Truman? Wer ist Truman? Dann muss ich den jetzt doch nochmal ablenken, wa? Geht jetzt wirklich das Spiel die ganze Zeit so, dass ich Beweise hier klauen muss? Das wäre ein bisschen... Das wäre ein bisschen... Hey. Hi there. Could you distract Lenny again? Sure, I needed to puke again anyway. Good to know. Ich muss sowieso noch mal kotzen. Guess what? He's having some kind of fit in there. Not again. Here we go again. So, dann suchen wir noch mal. Okay, there's gotta be something in here about Lily Meyer's death. Okay, what do we have here? 14.07.1975, ab 5.18 Uhr. Der Rettungsdienst wurde von einem Anwohner in der Nähe der Conwell-Sees benachrichtigt. Der Anrufer berichtete, dass ein junges Mädchen ungefähr 16 Jahre alt tot im Wasser treibend aufgefunden wurde und vermutlich im See ertrunken ist. 14.07.1975, 5.44 Uhr. Beamte treffen am Unfallsort ein. Krankenwagen ist unterwegs, wurde durch Nebel aufgehalten. Der Körper ist vollständig bekleidet und es sind keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung zu erkennen. Der Vorfall wird als vermutlicher Unfall eingestuft. Wir waren eine halbe Stunde unterwegs. Krankenwagen ist unterwegs, wurde durch einen Nebel aufgehalten. Das ist aber auch ein komischer Zufall. Bei der Durchsuchung des Anwesens wird ein Abschiedsbrief entdeckt. Die Handschrift stimmt mit der des Opfers überein. Zeugen berichten von vorhandenen psychischen Problemen. Okay. Gleicher Tag noch. 19.26 Uhr. Der Krankenwagen ist endlich angekommen. Das Mädchen wird vom medizinischen Personal für tot erklärt und in den Leichenschauhaus der Stadt transportiert. 16.07.1975. 11.20 Uhr. Bericht des Gerichtsmediziners erhalten tot. Todesursache wurde als Tod durch Ertrinken festgelegt. Kein äußeres Anzeichen für einen Kampf. Selbstmord bestätigt. Okay. Hm. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. Ja, dann nimmst du halt wieder beim Schreibtisch was raus. I got the key already. I don't think I need to mess with that anymore. Okay. Geh jetzt da rein? I should use this time to poke around. Ja, ich hab doch jetzt alles, oder kann ich da noch mehr finden? I already got the report. Okay. Gut, dann. Was jetzt? Ich kann immer noch nicht zur Conwell. Ich kann ja überhaupt nicht zu der Basis. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich kann nicht zur Armee. Aber jetzt habe ich den Namen von der. Ach, jetzt kann ich da anrufen bestimmt, oder? Ich frage erstmal die Oma. Aber ich kann bestimmt da jetzt anrufen. Oh, hello, dear. Ich kann da ja, anrufen. Ja, das, ich weiß den Namen, ich kann da anrufen. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Lily Myers. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. Jack, was it? No. He disappeared not long after Lily took her own life. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves.
Aber was ich nicht verstehe, warum verschwinden die ganze Zeit die Männer? Mein Vater ist weg, mein Urvater ist gestorben, da verschwindet der Vater einfach. What the hell? I don't see a reason to ask her about that. Ja, stimmt wohl. Okay. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Schade, hätte ja sein können. Vielleicht dann das hier? Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. Das wurde aufgenommen, als Joseph in der McConnell Air Force Basis stationiert war. Das hier ganz links ist er. Da ist irgendwie der Text nicht mehr. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend. Charles Wade. Den kann man schon auch anrufen dann. Okay. Gut, erzähl mal was über Charles Wade. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Okay. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Oh, werde ich gerade ein bisschen müde. So. Okay. Das Bild hier. Grams, can you tell me anything about this picture? Was der Papa gab, der Vater oder der Mann gab. Right. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Mathematikbuch. Ja gut, dann haben wir glaube ich alles. See you later, Grams. Take care, dear. Dann versuchen wir mal, zwei Personen anzurufen. Die Familie von einem Kind, was auch immer sie... Ich verstehe nicht so ganz, was sie sich jetzt erhofft. Ja gut, die Frage ist natürlich, warum hat der Großvater da die ganze Zeit hantiert mit Telefonbuch verwenden? Okay. Nach Lily Myers. She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but I'll need a full name. Ernsthaft jetzt? Die Myers Familie? All right, found an address. Hä? Okay. Charles Damn. Wade? No Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. Dafür das Polizei und Ding nachher. Wade Industries either. But it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Okay. All right, got it. Da haben wir das. Sehr gut. Und dann mal an. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Kann ich dir echt ausfragen? Die hat doch keine Ahnung. Okay. I don't need to ask her about that. Okay. I don't need to ask her about that. Muss ich eigentlich über nichts fragen. I don't need to ask her about that. Ja. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. I don't need to ask her about that. Mm-hmm. I'm trying to contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow, really? Why? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. They went to war together. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Yeah. I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force. If he used to serve with your granddad, I mean. Yeah. Could be worth a shot. Ja, okay. Tom hat das gleiche gesagt. Alles klar. Tschüss. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Und dann haben wir noch die, eben die Armeebasis. Oder, ja.
Bei der Familie des Mädchens will sie wohl nicht anrufen, will sie lieber vorbeigehen. Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Do you recognize...